Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 3. Juni 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf und zeigt sich. Und wir sollen in diese Richtung schauen, weil die Zwillinge vermitteln uns etwas, was wir sehen sollen, eine Botschaft. Und das ist das höhere Bewusstsein und die Zwillinge zeigen dieses Weg. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Für die Schützengeborenen bedeutet das Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen, Naturverbundenheit und auch Finanzen. Die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Mond hat eine abnehmende Mondphase. Und das eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was abnehmen soll, wie zum Beispiel abnehmen. Aber wir sollen auch beachten, welche Einflüsse kommen täglich, weil es gibt Tage, wo Hindernisse da sind und eignet sich doch nicht für diesen Neuanfang und es ist schwierig, etwas beenden. Also immer berücksichtigen die Einflüsse von außen. Mond bekommt einen Einfluss von Alter, Ehr und Vega. Diesen beiden Sternen liegen gegenüber und trennt die beiden die Milchstraße. Dazu gibt eine schöne mythologische Geschichte aus dem chinesischen Mythologie Altair und Vega, der Hirtenjunge und die Weberin, die sich verlieben und trennt die beiden den Milchstraße, bis dann eine Brücke baut aus Schwanen. Aber nicht nur im Chinesischen gibt dazu eine mythologische Geschichte, sondern in die klassischen griechischen Mythologie. Und das ist Orpheus und Eurydike. Und die Geschichte ist folgendes. Bei Geburt Merkur oder Hermes. Hermes war noch neu geboren und er stand schon auf, das Welt zu erkunden. Unterwegs macht Entdeckungen, Erfindungen und erfindet die Instrumentleier. Und Hermes wollte wieder zurück nach Hause und unterwegs sah Tieren und er klaute das einfach. Man sagt auch, dass Hermes ist der Gott der Diebe, also es war definitiv ein Diebstahl. Dann kehrte zurück unschuldig und legte wieder in sein Kinderbett. Und dann kam der Himmelsgott Zeus und fragte, wo warst du denn, was hast du angetan? Das war doch ein Diebstahl. Und Hermes sagte so unschuldig, ja, das kann doch gar nicht sein, ich bin noch ein Baby, ich bin noch neugeboren, ich kann doch gar nichts etwas klauen. Und es war so süß, das berührte Zeus Herz und die Götter haben darüber nur gelacht. Es war einfach witzig, wie diesem Kind so unschuldig tan, er kann da gar nichts dafür, er hat doch gar nichts geklaut, er ist so unschuldig wie ein Baby. Also das war wirklich humorvoll und zum Glück Zeus könnte darüber köstlich amüsieren, aber Gesetz ist Gesetz und er musste Hermes bestrafen für diesen Diebstahl und nahm seine Erfindung, dieses Instrument der Leier und schenkte an seinen Bruder Apollo. Und Apollo entdeckte die Musikinstrument und die Kunst und es gab einen Sänger Orpheus
und er könnte so wunderschön singen, dass alle bezaubert hat. Und Apollo, der Sonnengott, schenkte die Leier, dieses Instrument, an Orpheus. Orpheus war verliebt an Eurydike. Eurydike starb aber mit einem Schlangenbiss und war im Bereich des Todes, im Bereich Hades Welt. Hades ist nichts anderes als Pluto und herrschte über diesem Todeswelt, und da war Eurydike. Und diesem Welt darf niemand betreten außer Hermes, der Götterbote. Und Hades erlaubte doch an Orpheus, weil er war so was bezaubert von seinem Gesang, dass Orpheus dürfte in Unterwelt. Und hier im Unterwelt, dem Welt der Toten, trifft Orpheus mit Eurydike und sie liebten sich weiterhin. Und Hades sagte dann, kehrt zurück in die Welt. Ich schenke dir als Dankeschön dein Liebe zurück. Ich schenke dir Eurydike. Aber du darfst nicht zurückblicken. Geh in deinen Weg. Hinter dir ist Eurydike. Aber du darfst nicht zurückschauen. Wenn du das magst, dann werdet ihr sterben. Und was passierte? Sie kehrten zurück ins Leben, sie kehrten zurück ins Welt und Orpheus blickte zurück. Warum schaute Orpheus zurück? Weil Orpheus hat Angst gehabt und er wollte sicher sein, dass seine Liebe immer noch da ist. Es ist eine tragische Geschichte, aber das hat auch eine symbolische Bedeutung, weil das beschreibt die beiden Sternen Altair und Vega, und die beiden trennt die Milchstraße. Die griechische Mythologie beschreibt etwas anderes als die chinesischen. Und hier ist wichtig zum Erkennen, im Vertrauen bleiben und nicht immer zurückschauen, und wir sollen unsere Ängste loslassen. Und dieses Gefühl, ich muss zurückschauen, dieses Gefühl bekommen gerade die Männer, weil Mond begegnet sich in Tierkreiszeichen Wassermann mit Mars. Berührt gerade die Gefühle die Männer. Und die Männer haben auch diese Sehnsucht, sie wollen zurückschauen, ob die Liebe immer noch da ist. Natürlich entsteht Zweifel oder Angst. Und auch die Sehnsüchte. Und die Männer bekommen zurzeit die Bedürfnis, über Gefühle zu sprechen. Und das nähert sich auch. Weil Merkur geht in Sonne entgegen und 6. Juni erreicht auch. Und bis 6. Juni wird das geklärt. Und die Männer öffnen sich und sprechen auf einmal über Gefühle. Der heutige Tag eignet sich sehr gut dafür, etwas Neues starten, weil heute ist die schöpferische Kraft da und es öffnet sich Möglichkeiten. Und ich empfehle auch einen Engel, und nach Kabbala ist wirklich der Engel, der auf heutigen Tag herrscht, und das ist die Engel Vehuiyah. Dieser Engel Vehuiyah begleitet uns bei Neuanfang. Das ist die Engel der Begeisterung. Engel, der über alle Geschöpfe herrscht, gibt uns Kraft, gibt uns Mut, etwas Neues zu beginnen und hilft uns, das in Sprache ausdrücken, was wir sagen wollen. Und wenn wir schon bei Mut und Kraft haben, die Halbedelstein-Jaspis, die rote Jaspis, stärkt auch diese Kraft, die Entschlossenheit und auch die Mut, auch über Gefühle zu sprechen, aber auch bei Neuanfang. Wir sollen Jaspis mit lauwarmen, fließenden Wasser immer wieder entladen und mit Sonnenkraft und Mondenergie aufladen, dann wirkt es wie ein Amulett.
und wie wir das auf die einzelnen Tierkreiszeichen. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Und die Zwillingsgeborenen haben auch die Bedürfnis zurzeit sehen, etwas erkennen, brauchen die Klarheit, die Orientierung oder sie wollen etwas ins Licht zu bringen. Aber auch die Bedürfnis nach Anerkennung. Und tatsächlich, die Zwillingsgeborenen werden zurzeit wahrgenommen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Liebe, Partnerschaft und da haben sie die fließende Energie, immer noch eine starke Liebesenergie. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie starten etwas Neues und sie haben auch den Mut, die Gespräche hindern, eher, also es ist besser selbst Entscheidungen treffen und auf dem Wesentlichen konzentrieren. Wenn das zu viel ist, dann verlieren die Löwengeborenen die Kraft, auch das Gleichgewicht und fühlen sie sich müde und erschöpft. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe-Partnerschaft und auch einen klärenden Gespräch. Es sind Einflüsse noch von außen, andere die vielleicht in anderen Meinung haben, aber die Bedürfnis, etwas zum Klären, das haben sie die Jungfraugeborenen. Nicht bei jedem finden Verständnis dafür und nicht jede hört zu. Es ist schwierig zurzeit andere überzeugen über ihre Meinung. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen haben die Kraft und die Mut, etwas Neues starten, etwas Neues beginnen und sie verspüren auch die schöpferische Kraft. Gute Gespräche, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, vorausgesetzt ist, dass sie das Vertrauen, dass es im Fluss kommt. Die Skorpiongeborenen fühlen sich in Arbeit, in beruflichen Situation wie eingesperrt, wie eingeengt. Entweder das Gefühl, es geht nichts voran oder bekommen zu wenig Möglichkeiten, Anerkennung. Also es bewegt sich nicht viel beruflich, aber in die Liebe, Partnerschaft haben die Skorpiongeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, die berufliche Situation da etwas zu verbessern, aber nicht nur das, sondern auch die Liebe, Partnerschaft. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar. Wichtig ist, klärenden Gesprächen führen. Nicht nur warten, bis dieser Termin kommt oder bis diese Nachricht kommt, sondern Brücke bauen und die Kontakte pflegen. So kommen in inneren Harmonie. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Wünsche und Sehnsüchte und sollen genau in diese Richtung schauen, das ernst nehmen, das in Form zu bringen. Möglichkeiten haben die Steinbockgeborenen, aber die sind unsicher. Wichtig ist, diese Unsicherheit überwinden, Ziele setzen und auch daran konzentrieren, diese Ziele auch erreichen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen verspüren dieses Bedürfnis, etwas zum Klären. Es ist vielleicht nicht heute möglich, dieses klärende Gespräch, aber bis 6. Juni kommt die Klarheit oder kommt eine wichtige Nachricht. Bei den Wassermanngeborenen ist gerade ein beruflicher Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sind sehr intuitiv und kreativ, das sprudelt und sie haben Glück auch in die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Widdergeborenen ist ein Heilprozess. Entweder kommt Heilung einer bestimmten Krankheit oder eine Situation, was immer wieder kränkt, da kommt auch eine Lösung. Es ist auch möglich bei einigen Wiedergeborenen, dass sie Richtung Heilung orientieren und diesen Weg suchen als Berufung und ist auch ein beruflicher Aufstieg.
Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sind eher zurückhaltend. Hier kommen Veränderungen und Umbrüche nicht nur heute, sondern in die nächste Zeit. Und es ist wichtig, auf ihren Gefühlen achten und achtsam sein, was die Finanzen betrifft. Weil das kann zum Verlust führen. Nicht nur bei Stiergeborenen, sondern auch bei Wassermanngeborenen, also auf die Finanzen achten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen empfehlen. Es sind E-Mails-Beratungen und es geht auch blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation und stellen Ihren Fragen. Ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.